Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier bekommst du eine Einführung, wie man mit Variablen rechnet. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, was ist eine Variable und wie rechnet man damit? Nun, erst einmal ganz kurz zur Erinnerung. Nehmen wir mal an, ihr habt das hier dastehen. 3 plus dann ein Kästchen gleich 5. Das ist etwas, das kennst du wahrscheinlich sogar noch aus der Grundschule, solche Kästchenaufgaben, wo eine Zahl eingetragen werden muss. Das hier ist ein Platzhalter. Ein Platzhalter für eine Zahl und später schreibt man diesen Platzhalter ein bisschen anders. Dann ist das irgendein Buchstabe, also zum Beispiel x. Also anstatt dieses Kästchens kommt ein anderer Platzhalter her und das ist ein Buchstabe oder in der Mathematik nennt man das eine Variable. Das hier ist nichts anderes als das. Also anstatt des Kästchens einfach ein x, ein Platzhalter für eine Zahl. In dem Fall ist es ganz einfach, hier muss x gleich 2 sein, denn 3 plus 2 gleich 5. Also der Platzhalter x, der muss 2 groß sein, damit diese Aufgabe hier stimmt. Das Rechnen mit Variablen, das kann jetzt 2 Dinge bedeuten. Einmal, dass man diese Variable ausrechnet, also dass man dann schreibt, x ist gleich irgendetwas. Oder man hat in einer Aufgabe, in einem Term, verschiedene Variablen und dieser soll zusammengefasst werden. Ich zeige dir jetzt einfache Aufgaben von beidem und es ist wichtig, dass du das verstehst, denn das wird im Mathematikunterricht immer wieder gebraucht. So, fangen wir mal ganz kurz mit den Termen an. Also nehmen wir mal an, es steht da 3x plus 2x. So, dann darf man das zusammenfassen. Das ist etwas, das man unbedingt in der Schule können sollte. Also wir haben 3x plus 2x, das heißt hier kommt jeweils x vor. Das darf man zusammenfassen zu 5x. Also 3 plus 2 gleich 5. Oder auch 6y minus 3y. Ist gleich. So, hier kommt in beiden Fällen y vor, daher 6 minus 3 ist 3y. So, anderes Beispiel, 3x plus 5y minus 2x plus 4y. Hier gilt, man darf das zusammenfassen, wo die Variablen gleich sind. Also hier haben wir nur x und hier haben wir x. Also das hier. Und hier haben wir y, das mache ich mal grün, 5y, und hier haben wir auch y, also auch grün. So, jetzt dürfen wir die roten und die grünen Sachen zusammenfassen. Also, 3x minus 2x ist 1x. Also, 3x minus 2x ist 1x. Haben wir die x zusammengefasst. Und jetzt haben wir noch 5y. Plus 4y, das ist dann 9y. So, also wenn die Variablen gleich sind, dürfen wir etwas zusammenfassen. Noch ein anderes Beispiel, 8xy plus 3x plus 2y minus 4xy. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar darf man nur zusammenfassen, wo alle Variablen übereinstimmen. Also hier haben wir xy. Hier nur x, hier nur y und hier wieder xy. Und beim Zusammenfassen muss wirklich alles gleich sein. Das heißt, hier haben wir xy, daher dürfen wir auch nur mit xy zusammenfassen. Und hier haben wir nur x. Und hier haben wir nur y. So, das heißt, es gibt nur einen grünen Strich hier. Also x ist nur 3x, sonst gibt es nichts anderes. Daher bleibt das stehen. Und 2y ist auch alleine. Nirgendwo anders da gibt es 2y. Daher bleibt das auch stehen. Nur bei xy, da dürfen wir was machen.
8xy minus 4xy ist dann 4xy. Das dürfen wir also zusammenfassen. Also ist das Ganze 3x plus 2y plus 4xy. Das zweite, was man dann noch können sollte beim Rechnen mit Variablen, ist es, einfache Gleichungen erst einmal zu lösen. So, nehmen wir nochmal das hier, 3 plus x gleich 5. 3 plus x gleich 5. So, man sieht jetzt natürlich, okay, hier muss man einfach 2 einsetzen, dann stimmt das Ganze. Allerdings muss man das auch rechnerisch herausbekommen können, gerade dann, wenn die Aufgaben schwieriger werden. Das Ziel ist es immer, dass x alleine steht, also zum Beispiel x gleich 5 steht oder x gleich irgendetwas anderes. Also x muss immer alleine stehen, damit wir auf der anderen Seite das Ergebnis sehen. So, damit x hier alleine steht, muss die 3 hier verschwinden. Und 3 hier ist nichts anderes als plus 3. Wenn wir plus 3 wegbekommen möchten, müssen wir minus 3 rechnen. Also minus 3. Und in der Mathematik gilt, das, was ich auf der linken Seite der Gleichung mache, muss ich auch auf der rechten Seite der Gleichung machen. So, das bedeutet, wir haben hier plus 3 plus x und ziehen 3 ab, also minus 3. Ich mache es mal rot. So, und damit wir das machen dürfen, muss genau das auch auf der anderen Seite passieren. Also ist gleich 5 und auch hier muss ich die 3 abziehen. Wir haben hier plus 3, minus 3. Das fällt also weg. 3 minus 3 fällt weg. Das heißt, auf der linken Seite bleibt nur x übrig. Und auf der rechten Seite 5 minus 3, das ist 2. Also x gleich 2. Das heißt hier oben 3 plus 2 gleich 5. Das heißt, das stimmt. Anderes Beispiel, x minus 8 gleich 4. X minus 8 gleich 4, wie groß ist x? Nun, wir möchten x ausrechnen, also muss x alleine stehen. Die minus 8 stören uns und um minus 8 wegzubekommen, muss man plus 8 rechnen. Also, ich mache es jetzt gleich mal rot, plus 8. Das heißt, auf der linken Seite der Gleichung haben wir x minus 8 nach wie vor und rechnen plus 8. Ist gleich. Und das, was ich auf der linken Seite mache, muss ich auch auf der rechten Seite machen. Also 4 und dann plus 8. Und das rechne ich jetzt aus. Also x bleibt stehen. Minus 8 plus 8 ist 0, also fällt weg. Muss ich gar nichts schreiben. Ist gleich. Und 4 plus 8 ist 12. Also ist x 12. Hier oben eingesetzt. 12 minus 8 gleich 4. Du möchtest das Rechnen mit Variablen noch ein bisschen üben? Dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach dir einmal selbst, dann wirst du fitter in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.